Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, danke schön. Ja, Servus an alle, die gerade noch dazugekommen sind, auch noch. Ja, wie gesagt, Physiker klingt so erwachsen, ich studiere auch noch. Also ich bin bei Fridays for Future dabei und ich habe eben vor 3 Monaten mal diesen Vortrag gehalten bei der Uni-Veranstaltung. Den gibt es auch online. Ich weiß nicht, ob den von euch jemand schon gesehen hat. Aber in dem Satz stecken jetzt eigentlich schon zwei ganz wichtige Informationen, nämlich erstens ein 15-minütiger Vortrag und zweitens vor 3 Monaten. Ja, wie gesagt, ich bin auch Student, ich habe auch Prüfungen. Das Ganze wird also jetzt so ein bisschen aus der Hüfte geschossen sein. Das heißt, wenn irgendwie Fragen sind, zwischendrin auch einfach gerne unterbrechen. Im Zweifelsfall helft ihr mir, die Zeit rumzukriegen. Ja, und ihr fragt euch jetzt vielleicht auch, was ich eigentlich so erzählen kann. Ich bin kein Experte, ich forsche nicht seit Ewigkeiten schon in diesem Gebiet. Aber ich versuche halt mal so ein bisschen so einen kleinen Überblick zu geben über, also erstens das, was es so an wissenschaftlichen Ergebnissen gerade so gibt, was so der Stand ist, und auch über das Politische, also was gerade so auf politischer Ebene so in Österreich passiert. Und da auch wieder ganz wichtig der Hinweis, den Großteil der Recherche von den Sachen, die ich jetzt heute so präsentiere, das habe ich vor 3 Monaten gemacht. Das ist ein sehr schnelllebiges Feld. Also wer sich da noch weiter informieren will, der sollte das auf jeden Fall dann nochmal auf eigene Faust machen und sich, also vor 3 Monaten hat Österreich noch eine andere Bundesregierung gehabt. Da ist viel passiert. Das habe ich im Zweifelsfall auch nicht alles mitgekriegt. Das mal vorweg gesagt. Genau, dann eine andere Sache noch. Ich habe noch recht kurzfristig einige Folien zu meinem Vortrag hinzugefügt. Die sind zum Teil nicht perfekt mit Quellenangaben ausgestattet. Und ich möchte direkt zu Anfang auf einen anderen Vortrag verweisen, den ich selber gehört habe, den ich sehr instruktiv fand und der mich sehr viel weitergebracht hat. Das mache ich sofort, sobald ich meine Notizen finde. Ich kann es schon mal sagen, das war der Vortrag von dem Herrn Professor Oslies von der Uni Kiel. Ja, genau, den gibt es im Internet auf YouTube zu finden. Einfach mal googeln, Geomar Kiel. Und naja, ja, ich schreibe es einfach mal an. Wenn ich Kreide finde. Ah ja, perfekt. So, der erzählt ziemlich genau das, was ich heute auch erzählen möchte, nur macht er das besser. Und ich empfehle jedem, der das hier vielleicht interessant findet, da auch mal reinzugucken. Wie gesagt, gibt es bisher zumindest auf YouTube. So, genau, so viel als Einführung. Eine Sekunde brauche ich doch noch. Ja. Genau, da haben wir es. So, genau. Also, ich denke, einige hier oder eigentlich alle hier wissen schon einiges über den Klimawandel, sonst wärt ihr wahrscheinlich nicht hier. Und ich denke, ich muss jetzt nicht über die ganzen Grundlagen nochmal gehen, im Sinne von Treibhauseffekt, ja oder nein, oder was ist das überhaupt? Wir alle wissen das. Es gibt den natürlichen Treibhauseffekt, den gab es schon immer auf der Erde. Das ist auch wichtig, sonst gäbe es das Leben, so wie wir es kennen, nicht auf der Erde. Das Problem ist nur, dass wir durch unsere naja, wirtschaftlichen Maßnahmen seit der industriellen Revolution vermehrt fossile Brennstoffe aus der Erde extrahieren und dann verbrennen und dann dadurch die CO2-Konzentration in der Luft verändern. Und hier wird es dann schon interessanter. Das ist eine Grafik also von einer Messstation, die misst den atmosphärischen CO2-Gehalt auf Hawaii. Die ist irgendwo ganz weit weg auf einem Vulkan. Und misst dann das, was wir hoffen, was halt wirklich so ein guter repräsentativer Wert für CO2 in der Atmosphäre ist. Sähe vielleicht anders aus, wenn man das direkt neben einer Autobahn baut. Und da sieht man ein paar ganz interessante Sachen schon. Also erstmal sieht man, die Kurve geht nach oben. Das ist jetzt wahrscheinlich auch keine große Überraschung. Aber da sind noch ein paar mehr Details. Das sieht man auf dem Projektor jetzt nicht so ganz so gut, aber die Kurve, die wackelt so. Und dann ist da so eine schwarze Kurve durchgezogen. Das ist so eine Art Mittelwert. Und warum die so wackelt, das ist im Prinzip, also wenn man das besser aufgelöst sieht, sieht man, dass es so, hat so die Periode von einem Jahr. Und das ist im Wesentlichen begründet darin, dass auf der Nordhalbkugel deutlich mehr Land ist als auf der Südhalbkugel. Und jedes Jahr im Winter oder im Herbst stirbt dann einiges an Biomasse ab und verrottet und dabei wird CO2 freigesetzt. Und im Frühling ist es dann eben andersrum. Die Bäume ergrünen, die
ja, viel CO2 wird aus der Luft wieder gebunden und in Biomasse umgesetzt. Und ich finde, das verdeutlicht schon mal so ein bisschen, wie groß eigentlich das Problem ist oder die Veränderung, die wir hier gerade durchlaufen, die unser Planet durchläuft, durch das, was wir so machen. Weil so einer von diesen roten Schlenkern, das ist im Prinzip so quasi der halbe Planet, der einmal ergrünt. Also, und das ist wirklich, ja, sehr viel Biomasse, die da dann quasi entsteht, weil auf der Südhalbkugel, gut, da gibt es schon auch Australien und Südamerika und so weiter. Aber das ist größtenteils also Wasser und Eis. Also auf der Nordhalbkugel ist wirklich deutlich mehr Land. Und ein anderer interessanter Fakt, den man hier schon sehen kann, ist, es gibt hier einmal so eine kleine Delle. So. Also so richtig ausgeprägt ist die auch nicht. Sonst geht die Kurve immer relativ weiter gerade nach oben. Und diese Delle, die kann man zurückführen auf den Zusammenbruch der Sowjetunion. Also das ist quasi so ziemlich das Einzige, was wir wirklich signifikant an Veränderungen sehen in dieser Entwicklung von CO2 in der Atmosphäre. Und alle anderen Sachen, die wir versucht haben letztendlich, also das geht bis November 2019, die Messdaten hier. Alle Klimakonferenzen, die es gab, alle Maßnahmen, die beschlossen wurden, die haben an dem grundsätzlichen Verlauf eigentlich nicht so viel verändert. Also irgendwie reden wir alle schon eine ganze Weile darüber, dass wir was ändern wollen und dass es das ein Problem ist und irgendwie passiert nicht so viel. Und ja, das ist natürlich ein bisschen frustrierend. Aber bevor wir da jetzt noch ein bisschen weiter drüber reden, was denn passieren müsste oder sowas, möchte ich auch noch mal kurz darauf verweisen, dass also wir von Fridays for Future, also ich auch, wir sehen uns selber nicht direkt als Experten, sondern wir wiederholen eigentlich nur das, was Leute sagen, die sich auskennen. Und das wichtigste Gremium, das es da gibt, ist eigentlich der Weltklimarat oder IPCC auf Englisch, also Intergovernmental Panel on Climate Change. Und die veröffentlichen immer mal halt quasi Zusammenfassungen von dem, was es gerade so in der wissenschaftlichen Community sozusagen an Erkenntnissen gibt. Und ganz vieles von dem, was ich jetzt heute so erzählen will, das kommt aus dem letzten veröffentlichten Bericht, und das ist der Sonderbericht 1,5 Grad globale Erwärmung. Und ich lege jedem ans Herz, sich den auch mal runterzuladen und durchzulesen. Den gibt es auch einfach online als PDF, auf Deutsch, auf Englisch, als Zusammenfassung. Also das ist sehr wichtig, dass man, da kriegt man wirklich alle relevanten Informationen, die es im Moment zu diesem Thema gibt, aus wissenschaftlicher Sicht. Und das ist auch eine Grafik, die aus diesem Bericht stammt. Und da passiert jetzt schon ziemlich viel, ziemlich Wichtiges. Und ich denke mal, das kann man nicht überall lesen, aber ich versuche da jetzt mal so ein bisschen durchzuführen. Und zwar ist das grundsätzlich eine Grafik, die zeigt, wie sich die Temperatur, die globale Durchschnittstemperatur auf der Erde so entwickelt, also seit 1960 bis jetzt ungefähr. Und das ist diese orange Kurve. Dieser orange Bereich, das ist quasi so der Fehlerbalken, weil das fluktuiert natürlich und man kann immer schwer sagen, was ist jetzt genau eine signifikante Veränderung zu davor. Aber das ist so der Bereich, in dem wir uns bewegen. Und das Erste, was man da schon sieht, ist, dass wir jetzt schon so ungefähr 1 Grad Erwärmung haben, so zu vorindustrieller Zeit. Und wie das hier weitergeht, die gepunktete Linie, das ist so das, wie wir so, wenn wir weitermachen, wie es bisher so läuft, wie sich das wahrscheinlich entwickeln wird. Und hier eingezeichnet als Grenze ist dann die 1,5-Grad-Marke, also das berühmte 1,5-Grad-Ziel. Das heißt, wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann überschreiten wir diese Marke wahrscheinlich in so 10 bis 30 Jahren. Ist ein bisschen schwer zu sagen, aber das ist nicht viel Zeit. Also das ist, denke ich, allen klar, 10 Jahre. Das ist ja auf politischer Ebene ist das nicht viel Zeit, das ist nicht viel Zeit in einem Menschenleben und auf einer globalen Skala von wie sich ein Planet verändert, ist das natürlich quasi jetzt. Das heißt, wenn wir irgendwas tun wollen, dann müssen wir uns beeilen. Und es ist aber wichtig, dass wir diese 1,5-Grad-Grenze einhalten. Also vielleicht für alle noch mal kurz als Wiederholung, 1,5 Grad, wo kommt das Ziel überhaupt her? Das ist aus dem Klimaschutzübereinkommen von Paris. Da hat man sich dann 2015 mehr oder weniger überraschend darauf geeinigt, also nicht, dass man unter 1,5 Grad globaler Erwärmung bleibt, aber dass man Anstrengungen unternimmt, um unterhalb dieser Grenze zu bleiben, was auch immer das heißen soll. Und auf jeden Fall aber deutlich unter 2 Grad. Was deutlich unter 2 Grad heißt, hat auch keiner genau festgelegt. Und ja, dann ist natürlich die Frage, wie wichtig ist das überhaupt, dass wir
dass wir jetzt 1,5 Grad oder 2 Grad, das ist ja irgendwie ja 0,5 Grad Unterschied, macht das wirklich so einen riesen Unterschied. Und da würde ich gerne an der Stelle hier ein Zitat einbringen, das kommt auch aus dem Bericht. Und das Zitat lautet: Armut und Benachteiligung werden in manchen Bevölkerungsgruppen mit zunehmender Erwärmung voraussichtlich zunehmen. Eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius könnte im Vergleich zu 2 Grad Celsius die Anzahl der Menschen, die sowohl klimabedingten Risiken ausgesetzt als auch armutsgefährdet sind, bis zum Jahr 2050 um mehrere hundert Millionen senken. Also mehrere hundert Millionen Menschen, mehrere hundert Millionen Schicksale, die so ein bisschen, also die davon abhängen, wie wir uns hier in den nächsten Jahren entscheiden werden. Und das ist eben nur der Vergleich zu 2 Grad, also 1,5 Grad zu 2 Grad. Wenn es noch wärmer wird, wird es natürlich noch sehr viel schneller, sehr viel schlimmer. Also es ist wirklich ein zentrales Ziel, das wir uns da gesetzt haben. Und das jetzt einfach wieder so in den Wind zu schlagen, das ist ziemlich riskant. Erstens ist es moralisch sehr fragwürdig. Und zweitens ist es auch noch so, dass es die sogenannten Kippelemente gibt. Also das sind dann große für das Klima wichtige Systeme, zum Beispiel die arktische Eisschicht oder auch der Amazonas-Regenwald, die, wenn die mal eine Veränderung durchlaufen, dann eventuell den Klimawandel ihrerseits wieder beschleunigen. Die also so eine Art Kettenreaktion auslösen könnten. Und man glaubt, dass man, wenn man unter 1,5 Grad globaler Erwärmung bleibt, dass man nichts von diesen Kippelementen auslöst. Also man hofft das, man ist sich einigermaßen sicher bei 1,5 Grad und was darüber passiert, da weiß man halt nichts. Also je mehr wir uns von dem Ziel, das wir uns gesetzt haben, entfernen, desto höher ist natürlich die Chance, dass wir irgendwann was auslösen, was wir dann eh nicht mehr bremsen können. Und gerade auch das Abschmelzen der arktischen Eisschicht, dann reden wir halt nicht mehr über Meeresspiegelanstieg von einigen 10 Zentimetern, sondern von mehreren Metern. Ja, in den Küstenstädten wird es dann witzig. So, das ist also wichtig, das hat man ja im Prinzip auch anerkannt mit diesem Übereinkommen. Aber bis 2018 oder 2018 war es jedenfalls so, dass es eigentlich nur 16 Staaten gab, die überhaupt mal einen Aktionsplan vorgelegt haben, wie man das theoretisch erreichen könnte, also ihren Teil der Vereinbarung letztendlich. Ja, und Österreich war da nicht dabei. Und kommen wir jetzt mal so ein bisschen dazu, was das also denn überhaupt heißt. Wie könnte man dieses 1,5-Grad-Ziel denn irgendwie noch schaffen? Und auch dazu macht der Weltklimarat einige ziemlich konkrete Aussagen. Und das hier ist eine Grafik, die zeigt quasi verschiedene Emissionspfade. Also wie könnte sich die Welt denn entwickeln, damit wir am Ende des Jahrhunderts, also darauf bezieht sich das immer, globale Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts, damit wir 2100 quasi 1,5 Grad globale Erwärmung oder weniger haben. Und ach genau, nochmal ganz kurz hierzu. Also alle diese Entwicklungen von der Temperatur, die Szenarien, die hier eingezeichnet sind, noch die blauen und die lilanen und das graue, das sind alles Szenarien, wo man davon ausgeht, dass die Weltgemeinschaft es schafft, bis 2055 CO2-neutral zu sein. Also nicht Österreich, nicht die EU, sondern die Weltgemeinschaft. Mit allen, mit den USA, mit China und Indien. Das ist also für heutige Standards auch ein ziemlich ambitioniertes Ziel. Und was man hier schon sieht, ist es selbst unter diesen Umständen nicht selbstverständlich, dass man dann unter 1,5 Grad globaler Erwärmung bleibt. So, aber also was können wir tun? Was muss passieren, damit wir das schaffen? Und das sind eben dann diese Emissionspfade, wie sich das entwickeln müsste. Und das Erste, was hier direkt auffällt, ist, dass in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts haben wir eigentlich bei allen Emissionspfaden immer negative Emissionen. Also wir müssen effektiv dann der Atmosphäre irgendwie CO2 entnehmen und zum Teil dann im erheblichen Ausmaß. Also man sieht das hier unten, das ist bis zu über 20 Gigatonnen CO2 pro Jahr, die man dann der Atmosphäre entnehmen muss. Das ist so ungefähr die Hälfte von dem, was wir im Moment so emittieren. Das ist ziemlich viel. Und dann noch mal ein bisschen ins Detail, um da noch mehr zu sagen, mal ein bisschen hervorgehoben, die verschiedenen Pfade, die da gerade in dieser Grafik zusammengefasst waren. Das ist jetzt der P1-Pfad, also sozusagen der optimistischste. Und der sieht vor, dass wir das Ziel, das wir uns gesetzt haben, also 1,5 Grad, dass wir das nur durch Aufforstung erreichen. Also wir brauchen trotzdem negative Emissionen am Ende, aber wir schaffen das nur durch Bäume pflanzen letztendlich. Und dieser braune Teil der Grafik, das ist quasi CO2-Emissionen oder Absorption durch Landnutzung. Da sieht man, dass die im Moment noch positiv ist. Also wir emittieren gerade durch unsere Landnutzung CO2 in die Atmosphäre, weil wir Wälder abholzen. Aber das müsste sich dann ändern, das könnte sich ja umkehren. Wir müssen dann halt Bäume pflanzen, dann binden wir mehr CO2.
So, und das ist ein optimistisches Szenario. Das basiert auch zum Teil darauf, dass wir technisch eine innovative Gesellschaft sind, dass es wenig Kriege gibt und so weiter und so fort. Sofortiger Kohleausstieg, also vor 2 Jahren, haben wir schon nicht geschafft. Und auch kein CCS, also kein Carbon Capture und Storage. Das ist eben dieser Punkt nur Aufforstung. Also es gibt grundsätzlich noch andere Möglichkeiten, wie man CO2 irgendwie aus der Atmosphäre kriegt und bindet. Dann ist aber die Frage, wohin mit dem Zeug? Theoretisch kann man das verflüssigen und irgendwo in einem Fass im Boden lagern, weil das ja mit anderen, ja, Endlagerstätten auch mal so gut geklappt hat. Im Moment darf man das in Österreich gar nicht. Also da hat man sich 2011 zu entschieden, das wollen wir nicht. Wir wollen keine CO2-Endlager in Österreich. So, was bedeutet das jetzt also? Was brauchen wir dann, damit wir das so schaffen? Das sieht dann, also global, das sind alles globale Werte. Das sieht vor, dass wir weltweit unseren CO2-Ausstoß bis 2030 um 58% reduzieren. Wenn man ein bisschen Prozent rechnen kann, dann merkt man, das sind 8,5% Reduktion pro Jahr. Ab sofort, jedes Jahr global bis ja, 2030 und entsprechend dann um 93% Reduzierung der CO2-Emissionen bis 2050. Und außerdem, um diese Senke durch Aufforstung zu schaffen, müssten wir, das sieht man nicht mehr so ganz, aber es sind 10 bis 20 Millionen Hektar pro Jahr Bäume pflanzen. Also 10 bis 20 Millionen Hektar, das ist ungefähr die Fläche, die halbe Fläche von Deutschland, müsste man dann jedes Jahr irgendwo neu pflanzen. Stellt sich auch die Frage, wie macht man das eigentlich? Also ja, das konkurriert dann natürlich auch mit anderen Formen der Landnutzung. Also ist auch alles nicht so einfach. Außerdem noch eine kurze Randbemerkung, was ich interessant finde, ist, diese ganzen IPCC-Szenarien, die sehen immer eine drastische Erhöhung der Atomenergienutzung vor. Also ich will hier auf keinen Fall irgendwie Werbung für Atomenergie machen. Das bringt dann ganz neue Umweltprobleme mit sich, das ist schon klar. Aber ich wollte das mal so erwähnt haben. Also in dem Fall hätten wir dann bis 2050 plus 150% Energiegewinnung aus Atomenergie. Und das ist das optimistische Szenario, das da so vorgeschlagen wird eigentlich. Also 58% CO2-Reduzierung bis 2030, 8,5% pro Jahr. Wie gesagt, der Vortrag, den ich vorhin eingangs mal erwähnt habe, der geht die gleichen Zahlen durch. Und da hat sich der Professor Oschlies auch die Mühe gemacht und hat mal geguckt in verschiedenen Veröffentlichungen. Also es gibt ja einige Daten dazu, was so verschiedene Länder so emittiert haben an CO2 in den letzten Jahren und letztendlich Jahrhunderten. Gab es das mal irgendwo? Hat es irgendein Land mal irgendwie geschafft, 8,5% CO2-Reduktion pro Jahr zu haben? Und um da mal so ein Gefühl für die Zahlen zu kriegen, hat er ein paar Beispiele gegeben. Und das eine war Großbritannien. Die haben tatsächlich in der EU oder insgesamt global im Vergleich eine recht erfolgreiche Klimapolitik in den letzten Jahren gehabt. Und die haben das, also unter anderem durch eine CO2-Bepreisung seit 2013, haben die das so in den letzten Jahren geschafft, dass sie so 1,6% Emissionsrückgang hatten über die letzten paar Jahre. Also 1,6%. Und damit sind die so im internationalen Vergleich schon ziemlich weit vorne. Ein anderes Beispiel war Frankreich in den 90er Jahren. Die haben dann so Mitte der 90er mal ihre gesamte Energiewirtschaft von Kohle auf Atom umgestellt, innerhalb weniger Jahre. Und da haben die dann so Emissionsreduktionen innerhalb dieser Zeit von so 3,5 bis 4% gehabt. Und das verdeutlicht so ein bisschen, was für Dimensionen das sind. Also die gesamte Energiewirtschaft umzustellen von eben, also wie gesagt, Atomenergie ist nicht perfekt, aber in Bezug auf CO2-Ausstoß ist es deutlich besser als Kohlekraft. Das kann man ja auch nicht jedes Jahr machen. Also wir können ja nicht jedes Jahr irgendwie unsere Energiewirtschaft umstellen. Wenn die einmal umgestellt ist, dann ist das halt so. Und selbst dann kommt man nicht mal auf die Hälfte von dem, was wir eigentlich bräuchten. Und das einzige Beispiel, das der gefunden hatte, war Frankreich im Zweiten Weltkrieg. Kann man sich überlegen, woran das gelegen hat. Aber ja, das sind so die Dimensionen. Also das ist der Maßstab von der Veränderung, von der wir hier reden, die wir uns vorgenommen haben. Da müssen wir also mal überlegen, wie wir das schaffen können. Es gibt natürlich dann auch die anderen Szenarien, die sind nicht so optimistisch. Das ist quasi das pessimistischste Szenario. Und da sieht man, hier nehmen die Emissionen tatsächlich erstmal noch weiter zu. Also das ist so gesehen deutlich realistischer. Um 4% Zunahme bis 2030 und dann entsprechend ab dann umso steiler nach unten. Also dann müssen wir bis 2050 halt um 97% reduzieren. Dann haben wir halt 16% Abnahme pro Jahr. Also
ja, wie gesagt, es wird nicht besser. Und hier ist jetzt dieser zusätzliche gelbe Bereich. Das ist halt eben dann CO2-Entnahme aus der Atmosphäre, nicht durch Aufforstung, sondern irgendwie durch andere Möglichkeiten. Und eine der beliebtesten ist dann das sogenannte Bioenergy Carbon Capture and Storage, also BECCS. Das funktioniert im Prinzip so, dass man halt irgendeine schnell wachsende Pflanze sozusagen nimmt und dann baut man die an und nimmt die dann, erntet die und verbrennt die, und das, was dabei an CO2 irgendwie entstehen und in die Atmosphäre kommen würde, das speichert man halt. Das schaltet man irgendwie ab und speichert das. Das ist einfacher scheinbar, als das direkt irgendwie aus der Luft zu nehmen, weil ja, die Aufgabe erfüllen dann letztendlich ja die Pflanzen, während die wachsen, binden die CO2. Und da braucht man natürlich dann Plantagen, wo man sowas anbaut. Und wenn wir CO2 in dieser Größenordnung hier entnehmen wollen, auf diese Art, also nicht ausschließlich so, aber größtenteils durch Bioenergy, Carbon Capture and Storage, dann brauchen wir Plantageflächen von ungefähr 725 Millionen Hektar. Also das ist ungefähr 2,5 mal die Fläche von Indien. Und da sieht man dann auch schon, was das Problem ist. Also in einer Welt, die sich verändert, wo wir eh schon Probleme kriegen werden mit wahrscheinlich naja, Nahrungsmittelknappheit durch Ernteausfälle, dann nochmal 2,5 mal Indien irgendwie abzweigen, um irgendwelche Pflanzen anzubauen, die man am Ende einfach nur verbrennt, bringt vielleicht gesellschaftliche Probleme mit sich. Also das ist alles nicht so einfach. Und das ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, wie man CO2 speichern kann, aber wie gesagt, das ist nicht so leicht. Weil es gibt verschiedene Anlagen auch heute schon. Es gibt, glaube ich, so eine Anlage in Island, die so eine Art Pilotprojekt ist, wo die tatsächlich CO2 irgendwie aus der Atmosphäre entnehmen über chemische Prozesse und das dann im Boden verpressen. Das also letztendlich im Prinzip mit Wasser und Magma zu Gestein machen. Dafür braucht man halt einen Vulkan. Ist aber dann eigentlich eine ganz elegante Lösung, ist aber teuer, kostet so ungefähr 300 € pro Tonne im Moment. Andere Möglichkeiten, die noch so vorgeschlagen wurden, so grundsätzlich, sind also beschleunigte Verwitterung. Das heißt im Prinzip, also wenn man jetzt ein Gestein hat und das klein macht, je nachdem, was da für Mineralien drin sind, wenn die dann mit der Luft in Kontakt kommen, dann gibt es chemische Prozesse und die binden dann zum Teil auch CO2. Und das funktioniert, also man kann im Prinzip quasi Berge klein raspeln und dann dadurch wird CO2 gebunden. Aber wenn man jetzt irgendwie 20 Gigatonnen damit binden will, dann muss man halt ganz schön was kleinraspeln und das ist auch ein Problem. Also, und da muss man natürlich nicht dazu sagen, dass es, also wenn man dann irgendwie mit dem Dieselbagger da durch die Gegend fährt, um die Berge abzubauen, dann hilft das auch nicht so viel. Und noch ein weiterer Punkt wäre sozusagen Alkalisierung der Ozeane. Also Ozeane nehmen eh schon sehr viel CO2 aus der Atmosphäre auf. Das bringt auch in gewisser Hinsicht Probleme mit sich, weil also Versäuerung der Ozeane, haben bestimmt auch schon mal einige gehört, ist schlecht für viele Ökosysteme im Meer, ist aber eigentlich gut für uns, weil sonst sähe es noch viel schlechter aus in der Atmosphäre. Also 2 Drittel von dem CO2, was wir so emittieren, das wird eigentlich direkt dann wieder am Ozean gebunden. Und wenn man da jetzt irgendwie die Ozeane alkalisieren könnte, also den pH-Wert letztendlich so ein bisschen verändert, dann könnten die noch mehr CO2 aus der Atmosphäre binden und dann wird das uns vielleicht helfen. Aber Ozeane, das sind viel Wasser, also da muss man einiges reinschmeißen, damit man da irgendwie signifikant was verändert. Und dann ist natürlich wieder die Frage, okay, was macht das dann mit den Ökosystemen im Meer? Also der Punkt ist, es ist einfach schlicht, also es ist nicht klar, wie man das schaffen soll. Wie soll man so viel CO2 irgendwie nachhaltig aus der Atmosphäre wieder entnehmen können und binden können? Die Technologien, die wir dafür bräuchten, die haben wir nicht. Und gleichzeitig sieht man hier, selbst bei dem pessimistischen Szenario müssten wir da schon in so 10 Jahren oder sowas mit anfangen. Wenn man jetzt irgendwelche großen Anlagen plant, um CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen, dann müsste man da eigentlich jetzt schon anfangen, die zu planen, wenn man da in 10 Jahren irgendwie was in Betrieb nehmen will. Also ich weiß nicht, wie viele hier irgendwie schon Erfahrungen gemacht haben mit irgendwelchen Großprojekten, aber das dauert, bis das irgendwie geplant ist und dann ausgeführt wird. Also, und das passiert einfach nicht. Also das ist, selbst das pessimistische Szenario ist leider irgendwie immer noch optimistischer als das, was, wie es im Moment aussieht. Vor dem Hintergrund kommen wir dann jetzt mal zurück zu den Forderungen, die Fridays for Future mal formuliert hat. Also grundsätzlich erstmal zu Fridays for Future, vielleicht noch ein, zwei Worte. Das ist eine globale soziale Bewegung mit dem Ziel, für eine striktere Klimapolitik einzustehen. Ich denke, die meisten haben schon mal was davon gehört.
Und in der Praxis ist das so, dass sich das größtenteils über Lokalgruppen organisiert, und in Österreich sind die verschiedenen Lokalgruppen dann vernetzt zu Fridays for Future Austria und haben dann zum Beispiel auch gemeinsame Forderungen formuliert. Und das sind mehr als nur die, die jetzt hier stehen, aber das sind zwei zentrale, die ich für wichtig halte. Und ja, ihr lest es selber, aber die erste Forderung ist eben dann eine mindestens lineare Reduzierung der Treibhausgasemissionen auf 50% gegenüber 2005 bis 2025 und auf netto null bis 2030. Das ist im Prinzip das, was wir uns gedacht haben, was erforderlich wäre, auch aus einem Standpunkt der Klimagerechtigkeit, wenn man jetzt überlegt, was für einen Lebensstandard wir hier haben und was für einen Lebensstandard in anderen Ländern, also was die für Möglichkeiten haben, um ihre CO2-Emissionen im Moment zu reduzieren. Wenn wir also auf das optimistische Szenario hoffen wollen, dass wir also nicht irgendwelche Berge kleinraspeln müssen, um unser Klima zu retten, brauchen wir eben eine drastische Reduzierung bis 2030, also um 58% global. Das geht eigentlich nur, oder es ist eigentlich nur fair, wenn die Industrienationen da vorausgehen, und entsprechend müssten wir eigentlich noch höher ansetzen. Daher kommen halt diese Forderungen, und damit einhergehen natürlich dann ökosoziale Steuerreformen ab sofort letztendlich, weil wenn man einfach nur CO2 und Emissionen teuer macht, ja, dann trifft es natürlich halt die Leute, die sich es nicht mehr leisten können, und alle anderen leben einfach weiter so. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. So. Jetzt also so viel zu dem wissenschaftlichen Hintergrund und dem, was so passieren müsste. Kommen wir jetzt also zu dem zurück, was eigentlich in Österreich gerade so passiert. Und da gibt es erstmal grundsätzlich zwei Mechanismen, die hier greifen, um die CO2-Emissionen irgendwie zu regulieren. Und das eine ist der EU-Emissionshandel, und das andere ist das Klimaschutzgesetz in Österreich. Also in der EU hat man sich schon mal darauf geeinigt, dass wir CO2-Emissionen reduzieren wollen. Das war, da gibt es jetzt auch, gab es jetzt in letzter Zeit ein paar Neuerungen, aber letztendlich ist es halt, ich glaube, um 40% bis 2030, war bis 20%, um 20% bis 2020. Und wie gesagt, gibt es dann halt Emissionen, die in den Emissionshandel von der EU fallen. Das sind dann bestimmte Sektoren. Und alles andere, was da nicht runterfällt, das sollen dann die Nationen selber regeln. Und je nachdem, wie so die Wirtschaftsleistung von den verschiedenen Nationen ist, sind dann die Ziele, die es dafür gibt, dann nochmal ein bisschen unterschiedlich. Also in Österreich heißt es konkret, dass man bis 2020 um 16% reduzieren sollte, also immer gegenüber 2005, und dann bis 2030 um 36%. Das ist das, was man als Vorgabe hatte, und auf dieser Grundlage gab es dann das Klimaschutzgesetz, das wurde beschlossen 2011. Und Teil des Klimaschutzgesetzes war es auch, dass es einen jährlichen Fortschrittsbericht geben soll, der quasi beurteilt, was haben wir jetzt so gemacht als Nation und wie viel hat das gebracht. Und das ist eine Grafik aus diesem Fortschrittsbericht, also aus dem von 2018, dem von 2019 gibt es mittlerweile, glaube ich, auch schon, den habe ich aber nicht gelesen. Das oben hier sind die Gesamtemissionen, und das hier unten sind dann also die, die nicht in den EU-Emissionshandel fallen. Also man sieht, das sind so ungefähr zwei Drittel. So, und jetzt hat man sich in Österreich gefreut, glaube ich zumindest, dass man bis 2020 die Klimaziele erreicht hatte. Und das klingt ja irgendwie nach einer guten Nachricht, aber man sieht das eigentlich schon direkt, wenn man sich hier die Entwicklung anguckt. Das ist bis 2014, vielleicht gibt es so eine kleine Reduzierung, aber danach sind die Emissionen in Österreich eigentlich auch wieder gestiegen. Und die Ziele hat man trotzdem erreicht durch sozusagen, also Banking heißt das, dadurch, dass man halt hier am Anfang mal die Ziele übererfüllt hat. Also man hat sich quasi so ein Guthaben angespart, und das hat man am Ende dann aufgebraucht. Und dadurch konnte man vermeiden, dass man teure Emissionsrechte in der EU noch zusätzlich ankaufen musste. Aber eigentlich haben wir nicht viel erreicht, weil man sieht es, also die Emissionen, ja, man könnte bestenfalls vielleicht sagen, dass sie stagnieren. Ich glaube, fairerweise muss man sagen, es ist nach 2018 dann wieder ein bisschen besser geworden. Aber ja, richtig viel passieren tut nicht. Und eigentlich kommt da auch also die ehemalige Bundesregierung war das noch, die kam da selber zu diesem Ergebnis. Und da habe ich ein weiteres Zitat, das ich hier gerne einbringen möchte. Und zwar ist das auch aus dem Fortschrittsbericht.
Und das Zitat lautet: Die Ergebnisse des Szenarios mit bestehenden Maßnahmen zeigen eine Reduktion der Treibhausgasemissionen, die weit hinter den Reduktionserfordernissen, insbesondere bis 2030 und 2050, zurückbleibt. Mit einer Abnahme um rund 25% im Jahr 2050 gegenüber 1990 ist das Szenario deutlich von einem Dekarbonisierungspfad im Sinne des Klimaschutzübereinkommens von Paris entfernt. Es wird daher dringend erforderlich sein, rechtzeitig weitergehende Maßnahmen im Rahmen einer integrierten Energie- und Klimastrategie zur Umsetzung zu bringen, um ein Einschwenken auf einen Paris-kompatiblen Zielpfad zu gewährleisten. Also man könnte jetzt meinen, okay, die haben das Problem erkannt und jetzt wird alles anders und alles wird besser. Und 2020 war dann, wie gesagt, so eine Marke, da wurde dann das erste Mal geguckt, okay, jetzt, bis dahin gab es verbindliche Klimaziele und der nächste Abschnitt ist dann bis 2030. Und da mussten dann alle Länder, alle EU-Mitgliedsländer auch bei der EU-Kommission quasi Maßnahmenkataloge einreichen, wie sie denn denken, dass sie ihre Ziele bis 2030 erreichen wollen. Und das ist in Österreich passiert mit dem Nationalen Energie- und Klimaplan, also NEKP kurz. Da wurde 2019, also Ende 2018, wurde das erste Mal ein Entwurf eingereicht bei der EU-Kommission und der wurde dann als mangelhaft zurückgewiesen. Und dann hat man das Jahr 2019 quasi daran gearbeitet, dass man dann vor 2020 eben einen Entwurf abgeben kann, der mit den Klimazielen konform sein sollte. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen an die Grenzen von meiner Recherchearbeit und der Tatsache, dass ich den Vortrag mal vor 3 Monaten vorbereitet habe, weil da gab es die finale Version dieses Nationalen Energie- und Klimaplans noch nicht. Der wurde am 18.12.2019 dann vom Ministerrat beschlossen und abgeschickt. Ich habe den selber noch nicht ganz gelesen, muss ich zugeben. Ich habe erstmal noch ein Zitat, das ich sehr gerne mag, zu dem ersten Entwurf des Berichts, der so Ende 2018 abgegeben wurde. Und zwar kommt das vom Professor Gottfried Kirchengast von der Uni Graz, der im Prinzip gefragt wurde, ist das denn gut so? Und der hat gesagt, die erfolgreiche Umsetzung im Sinne einer Zielerreichung selbst des EU-Mindestziels und derzeitigen NEKP-Ziels von -36% im Jahr 2030 gegenüber 2005 ist auf Basis der Maßnahmen laut vorliegendem Entwurf aus wissenschaftlich-technischer Sicht de facto unmöglich. Das finde ich sehr, direkt. Den neuen Nationalen Energie- und Klimaplan, den gibt es, der wurde überarbeitet, der wurde abgeschickt, der wurde meines Wissens nach von der EU-Kommission auch angenommen. Und eine Änderung zu den vorherigen Entwürfen war, dass man auch eine Wirkungsfolgenabschätzung da integriert hat. Also selbst in dem Plan mit Wissenschaftlern zusammen ausgearbeitet, eine Übersicht, was bringen die Maßnahmen, die wir jetzt hier vorschlagen. Und selbst diese Wirkungsfolgenabschätzung in dem Bericht selber, die kommt zu dem Schluss, dass man bis 2030 ungefähr 9 Millionen Tonnen CO2 einsparen würde, statt der eigentlich von der EU geforderten 14 Millionen. Also die sind eigentlich selber schon in ihrem Bericht, stellen die sich aus, dass der nicht ausreicht. Das finde ich schon stark. Der Greenpeace hat da auch einen Kommentar zu abgegeben und den Bericht als blanker Hohn tituliert. Auch sehr eindeutig, finde ich. Und was da zum Beispiel nach wie vor nicht drin ist in diesem Bericht, also nur mal so als zusätzliche Idee, die man vielleicht machen könnte, aber nicht als konkrete Maßnahme und schon gar nicht als verbindliche, ist der Abbau klimaschädlicher Subventionen und oder eine CO2-Bepreisung. Also das nach wie vor kann man sich da irgendwie nicht drauf einigen. Auch die neue Bundesregierung hat meines Wissens sich noch nicht wirklich festgelegt, oder anders gesagt, CO2-Bepreisung in Österreich ist nach wie vor, glaube ich, nicht vorgesehen. Und dabei sind sich eigentlich so ziemlich alle Umweltorganisationen und auch Wissenschaftler einig, dass das eine sehr sinnvolle Maßnahme ist. Und zum Thema klimaschädliche Subventionen, ich habe da mal versucht rauszufinden, wie viel das eigentlich so ist, also wie viel Geld quasi vom Steuerzahler im Moment noch investiert werden oder in Form von Subventionen letztendlich irgendwie an klimaschädliche Projekte gehen. Und dann ist es natürlich ein bisschen schwierig zu definieren, was sind denn überhaupt klimaschädliche Subventionen, was zählt damit dazu und was nicht. Aber je nachdem, wen man so fragt, findet man so Zahlen zwischen 3 und 5 Milliarden jährlich, die also im Moment noch investiert werden in Dinge, die unsere Welt kaputt machen.
letztendlich. Und jetzt kommen natürlich dann immer die Leute und sagen, okay, aber was würdet ihr denn anders machen und macht's mal besser? Und das hier sind Auszüge aus dem Referenz-Nationalen Energie- und Klimaplan. Der wurde veröffentlicht von Wissenschaftlern. Das ist immer so ein bisschen das Problem, weil als Wissenschaftler ist man ja nicht gewählter Volksvertreter. Man kann also es ist ein bisschen schwierig, da irgendwie zu sagen, jetzt macht's doch mal so, weil letztendlich sind wir in einer Demokratie und die gewählten Vertreter, die sind die, die Entscheidungen treffen. Aber man hat halt versucht, einen Beitrag zu leisten, indem man halt Maßnahmen vorschlägt, was man machen könnte und die bewertet hat. Mehr oder weniger natürlich oder naja, sehr stark vereinfacht, aber mit sowas wie halt, na, das kann man wirklich nicht lesen, aber Plus und bis dreifach Plus, kurz- und langfristig, das kann man jetzt alles nicht lesen, das ist nur als Übersicht mal, also es gibt da genug Ideen, was man denn mal tun könnte. Und ja, also es ist, um das Ganze jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, ich glaube, ich habe auch die erste Dreiviertelstunde tatsächlich einigermaßen rumgekriegt. Unsere Welt verändert sich und um das noch irgendwie in einem erträglichen Ausmaß zu halten, brauchen wir massive Veränderungen bei unserer Art zu leben im Moment letztendlich. Und es ist nach wie vor nicht so, dass die von der Regierung vorgeschlagenen Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen, in irgendeiner Art und Weise ausreichend sind, um das gewährleisten zu können. Also selbst die EU-Mindestziele, nochmal zur Erinnerung, das sind für Österreich 36% Reduzierung bis 2030, sind deutlich unter dem, was man eigentlich von der Wissenschaft her fordert, um dieses 1,5-Grad-Ziel noch erreichen zu können. Und ja, ich finde das inakzeptabel. Ich glaube, nach wie vor ist also entweder die Nachricht immer noch nicht angekommen oder die Leute sind nicht fähig, das vernünftig zu machen. Und deshalb engagiere ich mich zusammen mit einer Gruppe ja, sehr inspirierender Menschen. Also möchte ich auch mal ganz klar sagen, das sind sehr viele Leute, die da sehr viel Arbeit machen. Und ich sitze eigentlich nur so ein bisschen daneben. Aber ja. Wir engagieren uns, um versuchen klarzumachen, wie dringend diese ja, die Veränderung, die wir in unserer Politik und in unserer Klimapolitik vor allem brauchen, ist. Und dafür gehen wir jeden Freitag auf die Straße. Das ist nach wie vor so. Normalerweise um 5 vor 12, meistens an der Anna-Säule, in letzter Zeit öfter mal beim Franziskanerplatz oder vorm Landesmuseum. Das wird über Social Media angekündigt, also Instagram, Facebook, Snapchat. Und wir freuen uns über alle, die uns dabei irgendwie unterstützen, egal ob man nur mal auf einer Demo dabei ist oder ob man bei der Organisation mithelfen kann. Also wenn jemand sich hier irgendwie angesprochen fühlt oder Leute kennt, die nicht wissen, was sie tun sollen, es gibt genug, was man versuchen kann. Und ja, bei dem dritten weltweiten Großstreik in Österreich zum Beispiel, war es so, dass wir 20.000 Menschen in Innsbruck auf die Straße gekriegt haben. Also das war die größte Versammlung in Innsbruck seit Gründung, ja nee, seit 45, glaube ich. Also die Polizei hat 20.000 gezählt, wir haben es nicht mal versucht, wir glauben denen einfach mal. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das auch viele Leute beschäftigt und ich glaube, wir können, wenn wir das wirklich wollen, auch zusammen da was verändern. Aber es ist wichtig, dass man da irgendwie dranbleibt und ich hoffe, ich konnte jetzt so ein bisschen einen Überblick dafür geben, warum ich selber das für sehr wichtig halte. Und ja, ich hoffe, dass es irgendwie interessant war für euch und ich würde mich sehr freuen. Also grundsätzlich natürlich könnt ihr auch jetzt mit mir diskutieren, aber ich würde mich sehr freuen, wenn einige von euch vielleicht mal bei einer Demo auftauchen oder bei einem offenen Organisationstreffen. Die haben wir in der Regel einmal im Monat. Das nächste wäre nächste Woche Dienstag. Ja, also wer da Interesse hat, bei einer Organisation mal reinzuschauen, der kann mich auch gerne nochmal jetzt ansprechen. Und sonst noch ein Termin, den ich direkt schon mal ankündigen kann. Der nächste Großstreik wird am 24. April sein. Da gibt es aber im Moment noch keine offizielle Ankündigung von uns, weil die Demo-Route noch nicht feststeht. Da sind wir noch im Kontakt mit der Polizei. Aber schon mal dick eintragen im Kalender, 24. April, alle demonstrieren kommen. Ja. Und bis dahin erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Oder gibt es Fragen? Ich glaube sonst. Jo, erstmal vielen herzlichen Dank für das Buchholz.
für die ja, interessanten Informationen und jetzt auch für die Diskussion. Da gibt es schon einiges zu diskutieren, auszutauschen. Und ja, wir können dann auch noch eine Pause machen. Wie gesagt, die Evaluierung müssen wir auch noch machen. Und ein paar Worte wollte ich am Schluss dann noch zur Planung des nächsten Semesters dann sagen. Ja. Aber gibt es Fragen, Diskussionsbeiträge? Was brennt euch auf den Nägeln, auf den Lippen? Gibt's da? Vielen Dank für den Vortrag, war sehr informativ. Ich wollte fragen, wie viele Mitglieder sind jetzt ungefähr in Innsbruck bei Fridays for Future und oder in Österreich insgesamt? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir im Moment zumindest in Innsbruck noch kein Verein oder irgendwas sind. Wir sind im Prinzip einfach nur eine Gruppe von Menschen, die das halt machen. Und ich würde sagen, also es sind also 20 Personen in der Organisation, ja, mehr oder weniger regelmäßig aktiv, aber es ist auch immer so ein gewisser Wechsel. Also es sind halt Leute, die kommen mal vorbei und die machen mal was und dann haben sie wieder eine Weile lang keine Zeit und es gibt einige wenige so, die halt immer dabei sind und so ein bisschen den Überblick haben. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir nicht irgendwie eine Mitgliederzahl haben, die wir jetzt irgendwie zählen könnten, ist es sehr schwer zu sagen, wer jetzt dabei ist oder nicht. Aber ich würde, also bei den Organisationstreffen normalerweise 6 bis 15 Leute da. Dankeschön. Und finde ich cool, was das macht. Ja, bitteschön. Das ist dann so regional organisiert oder gibt es verschiedene Gruppen, Innsbruck, keine Ahnung, andere Städte? Also wie ist das gemacht? In Innsbruck ist es so, es gibt eigentlich, also es gibt die Regionalgruppe Innsbruck und in Tirol gibt es sonst noch ein, zwei andere kleinere Gruppen. Und insgesamt in Österreich, eben diese Vernetzung, die ich vorhin mal angesprochen habe, funktioniert also größtenteils über Telekonferenzen. Also es gibt Delegierte in den Regionalgruppen, die dann normalerweise wöchentlich eine Telefonkonferenz haben und über verschiedene Pläne. Also in regelmäßigen Abständen trifft man sich dann in einem Bundesplenum irgendwo. Das nächste wird tatsächlich in Innsbruck stattfinden und bespricht dann halt über ein Wochenende normalerweise Dinge. Aber normalerweise, also es ist auch so, es gibt wenig, dadurch, dass das so eine offene soziale Bewegung ist, gibt es relativ wenig Regeln, wie man jetzt quasi Teil wird von Fridays for Future. Also wenn man bei Fridays for Future Austria mitmachen will, im Sinne von, man möchte auf Bundesebene an den Telekonferenzen teilnehmen und stimmberechtigt sein, dann muss man halt die Grundsätze, die man auf der Website von Fridays for Future Austria findet, übernehmen und dann gehört man im Prinzip schon dazu. Und wie gesagt, in Innsbruck ist es so, dass die Regionalgruppe einfach nur eine Gruppe von Menschen ist und nicht irgendwie ein eingetragener Verein. Ich glaube, in anderen Städten, auch in Österreich, ist es so, dass sich die Regionalgruppen als Verein haben registrieren lassen. Ja, aber das ist alles dann ein bisschen unabhängig voneinander organisiert. Also es gibt eben diese Vernetzung und diesen Austausch, aber viele Aktionen werden dann von den Regionalgruppen selber koordiniert und organisiert. Ja, ist ja auch schon ein Beitrag zum Klimaschutz. Telekonferenzen vermeidet Reisen, oder? Und funktioniert zum Teil auch gut. Ab und zu muss man sich natürlich auch wirklich wieder mal persönlich treffen, aber man kann schon viel Sprit vermeiden, wenn man nicht überall mal hinfährt, sondern das auch auf die Art und Weise macht. Die Technik bringt es inzwischen schon sehr gut. Und ja, weitere Fragen? Es geht ja irgendwie darum, die Politik dazu zu bringen, mehr zu tun. Mhm. Macht ihr das nur über die Straße, also über Demonstrationen, oder macht ihr auch noch andere Aktionen? Keine Ahnung, Lobbying bei Treffen mit Politikern oder mit Parteien oder wer auch immer? Also ich glaube, das ist auch aus dem Vortrag klar geworden. Das ist eine riesige Aufgabe, der wir uns als Gesellschaft gegenüber sehen. Und meine Meinung, und ich glaube, die Meinung der meisten Leute bei Fridays for Future ist, dass es, also je mehr Ansätze man hat, um dieses Problem anzugehen, desto besser. Und viel richtet sich natürlich an die Politik, also die Demonstrationen, die wir organisieren und die wöchentlichen Streiks, also es ist ja nach wie vor ein Schulstreik, die richten sich natürlich dann mit Forderungen an die Politik, aber wir versuchen natürlich auch grundsätzlich, also die
das Bild in der Gesellschaft mitzuprägen, Awareness, was ist das deutsche Wort dafür? Aber also, weil, ja, ich denke nicht, dass es ein Problem ist, das man lösen kann, indem man einfach allen Leuten sagt, ja, guckt doch, dass ihr in eurem Alltag ein bisschen weniger klimaschädlich seid, aber das gehört natürlich auch dazu. Also wir versuchen auch Tipps zu geben, wie man seinen eigenen Alltag umgestalten kann. Und es gibt dann eben noch andere Aktionen, wie zum Beispiel, also auch das, was ich jetzt hier mache, ist ja nicht das normale Fridays for Future Programm. Und wenn irgendwie Politiker Interesse haben, mit uns zu reden, dann freuen wir uns auch mal darüber. Ich weiß, dass es im Mai mal ein Treffen gab, glaube ich, mit dem Landtag, also mit einigen Landtagsabgeordneten. Da kann ich aber nicht so viel sagen, weil da habe ich noch nicht in Innsbruck gewohnt. In den letzten Monaten war es tatsächlich so, dass sehr viel Energie vor allem auf die Organisation der wöchentlichen Streiks und dann der Großstreiks verwendet wurde. Also das, ja, also es sind nicht so viele Leute, wie gesagt, wir versuchen zu tun, was wir so können, aber viel Fokus war in letzter Zeit eher auf den Streiks. Ja, aber allein schon die Tatsache, dass wir heute hier sitzen, hat damit auch zu tun. Also Scientists for Future, Lessons for Future, die Ringvorlesung ist Teil der Lessons for Future, die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, mit Forschungsprojekten, Austausch, auch jetzt, was können wir an der Uni tatsächlich de facto tun, jetzt nicht nur wissenschaftliche Forschungsprojekte oder irgendwelche Paper schreiben, oder was können wir wirklich auch mit den Uni-Gebäuden tun, oder wie können wir als Universität hier auch reale Dinge umsetzen und leisten. Und da sind wir laufend im Austausch, und ich glaube, das hat schon auch eine Wirkung und darüber dann auch wieder Wirkung in der Politik und in der Bevölkerung, Awareness Rising, wie schon genannt, genau. Also es ist schon eine breite Palette, wie die Wirkung dann da sich umsetzt. Also Vernetzung ist insgesamt ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt eben noch andere Organisationen, die sich, mit denen wir in Kontakt stehen, die Scientists for Future, ganz wichtig, Parents for Future, dann gibt es alles Mögliche for Future, Climbers for Future, Workers for Future, die dann mehr oder weniger groß oder klein sind. Ja, und dann noch verschiedene andere Leute, die mal mit uns in Kontakt waren. Also das Klimavolksbegehren, falls davon Leute gehört haben, läuft auch noch. Also wer das irgendwie noch nie gehört hat, auf jeden Fall googeln und unterschreiben. Ja, wir hatten mal Kontakt mit dem ÖGB, also mit dem Österreichischen Gewerkschaftsbund. Die haben sich mal mit uns zusammengesetzt und unterhalten. Also es gibt schon verschiedene Ebenen, auf denen das Ganze dann läuft. Aber ja, also wir tun halt, was wir können, wenn sich's anbietet. Und viel passiert dann halt auch, muss dann passieren aus einem Impuls, der nicht von uns ausgeht. Wobei es natürlich, also grundsätzlich sehr wünschenswert ist, wenn wir es schaffen, zum Beispiel auch mit Politikern direkt in Dialog zu kommen. Ja, weitere Fragen dennoch? Also ich habe leider keine Frage, aber ich finde es total super, was ihr macht. Ich möchte nur vielleicht einen Aspekt noch erzählen. Das wissen vielleicht auch die wenigsten, dass zum Beispiel die Wohnhaussanierungsrichtlinie mit ab 1. April zum Beispiel 5% gekürzt wird, einkommensabhängig wird, was zum Beispiel genau in die falsche Richtung geht, oder? Weil meistens sind es eher besser verdienen, die sich vielleicht dann eher was machen würden. Also es geht momentan teilweise immer noch in die falsche Richtung. Ich kann euch nur empfehlen, haltet den Druck aufrecht. Ich sage es immer zu mir selber, ich bin ein Basiswappler in der Politik und ich merke, wie wichtig das ist, dass von außen der Druck kommt, oder? Weil da geht es nicht nur um die große politische Ebene im Land, sondern es geht auch um jede einzelne Gemeinde, die kann sehr viel tun, aber da muss wirklich der Druck kommen, oder? Und meistens ist es von außen manchmal besser, als wenn das kommt von innen. Ja. Also alles Gute und bleibst dran. Dankeschön. Das ist die Landesförderung, ja? Ja, oder allein schon die Teilnahme an den Diskussionsveranstaltungen. Also das war ja nicht nur der Vortrag bei der 340-Jahr-Feier, sondern da gab es auch eine Podiumsdiskussion, da wurden unterschiedliche Leute eingeladen. Und ich glaube, da ändert sich die Diskussionskultur schon ein bisschen, wenn von euch jemand dabei sitzt. Fand ich super schlagfertig, wie du da reagiert hast und wie das dann doch Einfluss auch auf die Diskussionen genommen hat. Ja? Also es ist vielleicht in dem Fall indirekter Einfluss, aber sehr wirkungsvoll, also mit Sicherheit auch. Ja. Ja, und ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an alle, die schon
in den Teilnehmerordner Dinge reingelegt haben, auch Vorschläge für kommendes Semester. Ich habe eben beim letzten Mal darum gebeten, das möglichst früh zu tun, damit ich eben Zeit habe, entsprechend das noch zusammenzustellen, ein angenehmes Programm aufzustellen. Aber es ist noch nicht vorbei, also ihr könnt immer noch gerne natürlich Wünsche, Anregungen dort einstellen. Viele haben noch gar nichts hochgeladen, ihr habt ja auch noch Zeit. Abgabe ist eben in der kommenden Woche, könnt ihr die Prüfungsleistungen hochladen. Wer noch Fragen dazu hat, gern mich ansprechen oder E-Mail oder ansonsten, was genau gemacht werden soll, ist ja schriftlich fixiert. Und ja, ich wollte nochmal eben, weil eigentlich ja heute Elisabeth Nemeth den Vortrag heute hätte halten sollen, ihr Programm zeigen. Es heißt Climate Change and Climate Crisis Interdisciplinary Perspectives. Es ist schon ein Stück weit ein anderer Fokus, nicht ganz anders, aber ein etwas anderer Fokus. Hier hatte bei der Ringvorlesung Klimaschutz hatte ich den Fokus auf Klimaschutz gelegt. Das heißt, Lösungen beizutragen, wie können wir das Klima schützen. Es geht nicht um Klimaanpassung, es geht nicht um rumjammern, wie schlecht alles ist oder Diskussionsveranstaltungen abzuhalten. Nein, es geht darum, Lösungen zu suchen, also Klimaschutzmaßnahmen. Das ist sozusagen das, was können wir tun, was kann die Wissenschaft tun, was kann die Politik tun, alle Bereiche beitragen, um etwas für den Klimaschutz zu tun. Bei Elisabeth Nemeth geht es um verschiedene Themen, auch um diese Themen wie bei uns, aber eben schon auch Klimawandelthemen. Auch das wird behandelt, auch an der Universität Innsbruck. Ihr könnt das jetzt nicht lesen, vermutlich von hinten, die Schrift ein bisschen klein. Ich lade euch das Poster hoch und auch den Link. Es sind sicher ganz interessante Themen auch dabei und wir werden uns dann auch austauschen im kommenden Semester. Vielleicht auch einige Vorträge dann auszutauschen. Aber wie gesagt, ihr habt ganz viel auch schon beigetragen. Nochmal die Bitte, wie gesagt, in den Teilnehmerordner eure Vorschläge hochladen. Gerne auch Tipps für Vortragende oder Themen, die da gemacht werden müssen. Aber nochmal, es geht um Klimaschutz. Klimaveränderungen erkennen, verstehen, vermitteln, gibt es auch eine Vorlesung drüber. Ich zeige hier nochmal die Vorlesungskennzahl. Die wird von den Klimawissenschaftlern Wolfgang Gurgisser und Kollegen, Kolleginnen gehalten. Sicher auch ganz interessant, aber eigentlich ein Stück weit ein anderes Thema. Wir haben auch hier in der Veranstaltung Einführen von Professor Kaser natürlich die Veranstaltung gehabt, um einfach mal das Hintergrundwissen zu haben, um den Klimawandel physikalisch auch und klimatologisch zu verstehen, was sicher auch ganz, ganz wichtig ist. Aber das war nur die Impulsveranstaltung und dann geht es eigentlich um Klimaschutz, um Lösungen. Und genau zu dem Thema habt ihr auch super viele Beiträge und Ideen beigetragen. Und ich habe das mal alles zusammengeschrieben, was ihr angesprochen habt. Themenkatalog sieht im Moment so aus. Dass natürlich nach wie vor das Thema Architektur und neue Wohnformen von Interesse ist, einfach weil viele Architekturstudierende teilnehmen und das sicher auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Wir haben schon ja eigentlich jetzt drei Architekturthemen gehabt im Wintersemester jetzt, aber ich denke, sicher werden wir in der Richtung auch weiter arbeiten und Themen aufbereiten. Das Thema Mobilität ist noch nicht behandelt worden. Ich habe von Professor Knoflacher einen Vortrag hochgeladen, der auch im Rahmen der 43-Jahr-Feier gehalten wurde. Nur so als Denkanstöße und Impuls. Ich fand ihn ganz, ganz spannend. Ihr könnt euch den als Video auf der OLAT-Homepage anschauen. Aber ich denke, da müssen wir noch weiter arbeiten. Das Thema Mobilität, Verkehr ist ein ganz, ganz wichtiges und das ist das Thema, was im Moment in Österreich die Kurve
zum Stagnieren bringt oder eigentlich einen steigenden Sektor darstellt. Das Thema Gebäude hat bereits gegriffen. Also Effizienzthemen sind wirksam geworden, das darf man nicht kleinreden, die funktionieren. Beim Verkehr sieht es noch so aus, dass wir hier Zuwächse haben und da ganz, ganz stark dran arbeiten müssen. Auf vielfachen Wunsch auch, denke ich, wird das Thema Landwirtschaft und Ernährung ein wichtiges Thema darstellen. Ernährung spielt eine starke Rolle. Wir haben es gesehen auch in dem Vortrag von Christoph Drechsel, der ja auch so die persönlichen Lebensbereiche mal beleuchtet hat. Und da werden wir mit Sicherheit drauf eingehen, haben wir auch schon spannende Vorträge und Referenten gefunden. Dann erneuerbare Energien ist natürlich ein weites Feld, das werden wir auch jetzt im Sommersemester nicht so gänzlich abhandeln können, aber was durch eure Beiträge immer wieder ganz deutlich geworden ist, das Thema Strom ist ein wichtiges. Also klarerweise natürlich auch ein Zukunftsthema, wenn wir Richtung erneuerbare Energien gehen werden, wird der Strom einen stärkeren Fokus annehmen und da dann in der gesamten Palette das Thema regenerative Energien, erneuerbare Energien zum Thema machen. Wir hatten bereits politisch-juristische Instrumente bzw. ökonomische Aspekte mit dem Markus Ohndorf, der ihr im Wintersemester schon vorgetragen hat, aber politische und juristische Instrumente, auch das wird ein Thema sein. Die juridische Fakultät wird hier sicher einiges beitragen können und auch das sollte Thema sein. Dann haben wir aus dem Bereich Ökologie, Biodiversität ganz, ganz viele Themen, die behandelt werden sollten und wo interessante Vorträge da sind. Das verschwimmt jetzt auch wieder so ein bisschen mit dem Ressourcenmanagement. Ökologie und Ressourcenmanagement hängt natürlich auch ganz, ganz stark zusammen. Vielleicht kann man das auch zusammenfassen und vielleicht in einem Startvortrag, im Überblicksvortrag auch mal gemeinsam behandeln und abschließend dann natürlich soziokulturelle Aspekte, die anfangs schon angesprochen wurden oder in diesem Impulsreferaten schon angesprochen wurden, aber die man auch nochmal eigens zum Thema machen kann. Ja. Wie gesagt, es sind viele Vorschläge schon hochgeladen, aber viele von euch sind noch dran oder und arbeiten noch die Themen aus, aber auch gerne noch Vorschläge, Referenten hochladen oder gerne auch jetzt hier in der Diskussion, wenn ihr Ideen habt oder zu der Tabelle Anregungen oder Protest, wenn euch das gar nicht gefällt, einfach Kommentare, Anregungen, Wünsche gerne auch jetzt gleich. Habt ihr da schon Dinge, die euch auf den Nägeln brennen? Habt ihr da? Ja? Ich finde das Thema, es wird vielleicht eh in erneuerbare Energie, Schwerpunkt Strom ein bisschen behandelt, aber eben auch so das Thema Atomenergie oder neue Konzepte, die da entwickelt werden. Das wäre ganz interessant, wenn das auch ein bisschen behandelt werden könnte, glaube ich. Und auch die kontroversielle oder die Kontroverse darüber ein bisschen beleuchten, ob die gerechtfertigt ist oder nicht. Hat Jonas Buchholz ja schon einiges jetzt heute erzählt. Das ist auch eine Frage der Einordnung überhaupt. Erstmal von der Größenordnung. Was kann Atomenergie überhaupt leisten? Welche Risiken sind damit verbunden? Aber auch welche Chancen? Weitere Themen? Anschließend ist mir nämlich eine Frage eingefallen. Wenn da umgestanden ist im Atomenergie, da bezieht man sich wahrscheinlich immer derzeit nur auf die Kernspaltungstechnologie. Beziehungsweise ist da schon eingerechnet, dass man irgendwann einmal die Kernfusion machen will? Weil das schwingt ja so immer mit, so quasi mit der Kernfusion können wir dann alles erledigen, kostet nichts, wenn wir das mal können. Also mir kommt das immer so vor, als wäre Kernfusion auch eins von den Sachen, wo es so seit den 70ern heißt, in 10 Jahren haben wir das. Ich glaube, was der Weltklimarat da berücksichtigt, das ist tatsächlich also die Kernspaltung. Also die Atomkraftwerke, wie wir sie jetzt heute im Prinzip schon kennen, da gibt es ja dann auch natürlich irgendwie noch technische Neuerungen. Aber also
ich meine, dass sie das so gemeint haben. Die hatten auch so Größenordnungen angegeben, wie viele neue Atomkraftwerke das dann wären. Das wären halt dann, je nachdem welches Szenario natürlich, aber halt so mehrere 10 bis vielleicht 100 oder so pro Jahr, die man da neu bauen müsste. Ja, und Kernfusion, also ich halte das nach wie vor so ein bisschen für Zukunftsmusik. So die Kernfusionsreaktoren, die man bisher so hat, die sind nicht in der Lage, irgendwie Energie zu liefern. Die brauchen noch Energiezufuhr, damit die laufen. Sich darauf zu verlassen, ist, denke ich, sehr mutig. Ja, da ist einfach auch die Zeitskala, selbst wenn man da unglaublich optimistisch rangehen würde, also wenn man jetzt Physiker fragt, die in dem Bereich arbeiten, ja, die dann auch nur vorsichtige Schätzungen abgeben können, sind die Zeitskalen einfach out of range. Wenn wir sehen, welchen Zeitplan wir eigentlich vorgenommen haben, 2030, 2050, was wir leisten müssen, ja, da ist die Zeit rum. Also mal, ob das jetzt in diesem Zeitrahmen Erfolg haben wird oder nicht, kann man ganz außen vor lassen. Das sind einfach die Zeitskalen nicht lösungsangepasst gegenüber der Dringlichkeit, die wir jetzt vorliegen haben. So. Ja, weitere Vorschläge, Anregungen, Diskussionen? Alle erschlagen. Ja, wenn nicht, dann ganz, ganz herzlichen Dank, Jonas Buchholz, ganz herzlichen Dank an euch alle fürs Kommen, aber auch fürs Beitragen. Und ich freue mich auf ganz, ganz viele spannende Einreichungen noch auch jetzt, was ich dann auf Oland vorfinden werde. Und ja, weitersagen, es geht auch weiter im kommenden Semester, auch extern, also nicht nur für Studierende und hier Uni-Leute, sondern auch von auswärts ist es geöffnet. Ich will versuchen, auch vom Hörsaal zu schauen. Natürlich ist es schöner, wenn sowas vielleicht in der Innenstadt stattfindet, weil dann auch von auswärts mehr Leute kommen. Freitagnachmittag verirrt sich nicht so jeder irgendwie in die Technik hier raus, ist vielleicht noch ein weiter Weg. Mal schauen, wie wir das mit dem Hörsaal machen. In dem Hörsaal, wo du damals bei der Diskussion warst, ich glaube, das war ein ganz schönes Ambiente auch und ist einfach leichter erreichbar und es kommen dann vielleicht auch mehr Leute, die einfach mal vorbeischauen wollen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir da einfach in der Öffentlichkeit dann präsent sind, Wissenschaft zum Anfassen und das wollen wir im kommenden Semester dann auch verstärken. Nochmal herzlichen Dank und alles Gute. Danke.